Ja, wir wollen diese hunderte von Salatpflänzchen, die meine Kinder letzte Woche ausgesät haben, nun vereinzeln. Das ist wichtig, damit sie dann mit viel Power weiter wachsen können und genügend Platz haben. Und wenn ihr das Video der Aussaat von meinen Kindern noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch oben in der Infobox. So, ich habe meine Multitopfplatte jetzt erstmal mit Erde befüllt. Und mache jetzt mit einem Bleistift schon mal so kleine Löcher rein, wo dann jede einzelne Salatpflanze ihren Platz finden wird. So, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, da das ja so ein dichter Teppich ist. Normalerweise ist es natürlich besser, die etwas ja, vereinzelter auszusehen, aber jetzt ist es nun mal so und jetzt habe ich natürlich die Arbeit, jede einzelne Pflanze da hervorzuholen. Ganz wichtig ist dabei natürlich, dass wir sie so wenig wie möglich verletzen. Dass da jetzt ein bisschen Wurzeln verletzt werden, ist klar, aber wir dürfen die Pflanze natürlich nicht an ihrem Stängel verletzen, denn sonst wird sie sich nicht weiter versorgen können. Und da muss ich jetzt natürlich sehr drauf achten. Nächster Schritt ist jetzt, die einzelnen Pflanzen in die vorgefertigten Löcher zu bekommen. Da nehme ich wieder den Bleistift als Hilfe, damit ich die Wurzel ordentlich in das Loch reinbekomme und dann einfach ein bisschen zudrücken und die nächste Pflanze schnappen. Auch hier natürlich wieder aufpassen, die Pflänzchen nicht am Stängel zu verletzen. Am besten fasst man sie an den Keimblättern an. Und voilà, schon fertig. Schön, oder? Diese Pflänzchen, die dürfen jetzt bei 17, 18 Grad im Zimmer unter Kunstlicht in Ruhe weiter wachsen. Wenn ihr euch fragt, was habe ich da für eine Pflanzenlampe, das ist eine ganz günstige für 30 Euro, so eine rot-blau-LED-Paneele. Hier seht ihr das. Erfüllt aber gerade bei so Pflanzen wie Salat oder so wirklich völlig ihren Zweck. Und jetzt hier nebendran zum Beispiel, da habe ich eine teurere Pflanzenlampe. Die hat schon deutlich mehr Power, wie ihr seht. Und hier habe ich meine Paprika- und Chili-Pflanzen, die ich Ende Oktober ausgesät hatte, stehen. Und ihr seht, da kommen jetzt sogar schon die ersten Blüten hervor. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis da sogar schon die ersten Früchtchen dran kommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!